Herzlich willkommen bei Film Archäologie. Wir sprechen heute über der V. Der V, vielleicht habt ihr was davon gehört. Vielleicht habt ihr einen Trailer gesehen und habt euch gedacht, das erinnert mich ein bisschen an Knives Out oder prinzipiell an viele Agatha Christie Filme. Und Mord im Orient Express oder die ganzen Neuverfilmungen der Agatha Christie Sachen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Da von Kenneth Branagh, wo wir Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil jetzt hatten. Und das sah alles sehr ähnlich aus. Ich habe den Trailer auch gesehen, war so, aha, jetzt haben wir eine deutsche Adaption davon. Naja, mir egal. Da wurde ich aber von einem Kollegen gefragt, hast du Lust reinzugehen? Ich dachte mir so, ja komm, guckst es dir an. Und ich bin mit gar keiner Erwartungshaltung reingegangen. Ich habe diesen Trailer zwei, drei Mal gesehen und hatte auf Spotify hunderte Male diesen Annette Frier-Einspieler von wegen der V, tolle Sache, jetzt ins Kino gehen. Und ich muss sagen, das ist ein wirklich, wirklich eigenartiger Film. Ihr erwartet, und das verspreche ich euch, bevor ihr diese Kritik guckt, etwas komplett anderes. Ich kann euch sagen, falls ihr hier jetzt stoppen wollt, geht ins Kino. Egal was ihr macht, guckt sofort der V. Der V ist, er ist nicht der beste deutsche Film des Jahres. Und dabei habe ich dieses Jahr nicht mehr viele aktuelle deutsche Filme gesehen. Ich werde euch aber sagen, es ist der skurrilste Film des Jahres. Und das führe ich auch gleich weiter aus. Regie führte Lutz Heineking Junior, den ich jetzt nicht unbedingt für was kenne. 2023 ist der Film jetzt angelaufen. 2022, Mitte des Jahres, wurde er groß gedreht. Und Darsteller, die dabei sind, Tom Schilling, Annette Frier, Jürgen Vogel, Serkan Kaya, David Cross. Ihr merkt also, huiuiui, gut besetzter Film. Und ja, weil wenn man, ich breche jetzt mal die Handlungssynopsis einfach mal runter. Die Synopsis lautet, Frau Bachmann ist eine Investmentbankerin, die will mit ihrem Team in Schottland ein Wochenende verbringen und dort ein besseres Teambuilding zu betreiben. Und diese Teambuilding-Maßnahmen sollen aber anscheinend auch, also sie werden auf dem großen Schloss durchgeführt und haben nicht nur den einfachen Sinn, das Team zu binden, sondern anscheinend auch soll dort jemand hinkommen, eine Compliance-Mitarbeiterin, die nochmal prüft, dass die Firma und die ganzen Leute auch PC, also political correct, sich ausdrücken, verhalten und auch das Firmenimage widerspiegeln. Und jetzt würde man sagen, ja, das ist schon ordentlich was. Daraus kann man einiges machen. Man könnte dadurch etwas, eine bestimmte Schicht oder eine bestimmte Klasse von Leuten im Berufsleben zeigen. Ähnlich wie es Zeit der Kannibalen, wunderbarer Film, wie es Zeit der Kannibalen gemacht hat. Das habe ich auch ein bisschen erwartet, einen leicht satirischen Blick auf Investmentbanker, und der Trailer lässt das auch so ein bisschen vermuten, während aber auch gleichzeitig die von mir eben schon erwähnten Agatha Christie Vibes, ist ein schönes Wort, diese Agatha Christie Parallelen aufzeigt. Und sobald der Film losgeht, gibt er sich auch alle Mühe, indem er nämlich einzelne Figuren mit eingeblendetem Namen immer vorführt und sagt, das ist die und die Figur. Am Anfang lernen wir vor allen Dingen David, gespielt von David Cross, kennen, der ganz frisch in der Firma ist und jetzt zusammen als Frau Bachmanns kleiner Sklave alles erledigen muss. Und man denkt, okay, jetzt lernen wir alle mit ihrem Namen schnell kennen und dann geht es in die Handlung und wir erleben, worum eigentlich der Plot sich dreht. Weil das war nicht so richtig zu sehen, weil der V ist ein Tier, was am Anfang des Films stirbt. Und nun geht es darum, wie auch der Trailer es euch verdeutlicht hat, wer hat den V umgebracht, was ist dort passiert. Und der Film achtet sehr genau darauf, mit dem Zuschauer zusammen Tschechows Gewehr zu spielen. Und zwar immer wieder, guck mal, da ist der V. Ich zeige dir, wo der V ist. Hier ist ein Gewehr an der Wand. Ich zeige aufs Gewehr. Ich wiederhole diese Vorgänge. Und es gibt hundert, also ich meine wirklich gigantisch viele Hinweise. Und ich mache jetzt extra Anführungszeichen, da komme ich noch zu, die der Film dir immer wieder zeigt. Und das ist interessant, weil es hat so einen Krimi-Charme.
Und es gibt dazu einen schönen Ausspruch: Sowohl Haunted House Horrorwerke wie Bis das Blut gefriert oder diverse Krimis von Agatha Christie greifen auf solch einen Schauplatz, aber vor allen Dingen auch auf so eine Art von Storykonstruktion zurück. Man geht an einen verlassenen Ort, man stellt die Figuren sozusagen aufs Brett und nun beginnen sie sich untereinander zu behaken. Und so startet auch der Film. Und er startet mit dem Mord am V. Und der V ist aber hier in einer ganz anderen Funktion. Man denkt jetzt, es geht darum, okay, der V wurde gerissen bzw. getötet und nun wird er in den Wald gebracht und bzw. soll versteckt werden von David Cross. Und das ist eigentlich erstmal das Gefühl, was man für die Handlung bekommt, weil man denkt, okay, darum geht's. Man versucht zu vertuschen bzw. herauszufinden als Zuschauer, wer hat wirklich diesen V umgebracht. Weil man immer wieder verschiedene Hinweise bekommt, wurde er jetzt doch nicht gerissen von dem einen Hund, von Frau Bachmann, also der Chefin, oder war es ein anderer Zusammenhang? Man ist sich da gar nicht so sicher. Und nicht nur das ist interessant, sondern auch, dass alle Figuren, die sind nicht wirklich tief. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber sind doch Agatha Christie-Figuren auch nicht. Ja, aber hier haben wir das Problem, das sind halt alles Investmentbanker, die halt alle gut gekleidet rumsitzen. Das heißt, du kannst sie als Zuschauer wirklich schwer unterscheiden. Also natürlich ein Tom Schilling, einer der großen deutschen Schauspieler, nie vergessen. Und auch die anderen Darsteller, so wie Serkan Kaya, die sitzen halt einfach rum und unterstellen sich immer gegenseitig, ihre Zahlen gefälscht haben und. Und hier beginnt der Film einen ein bisschen zu verwirren, weil die Kritik gibt dem Film im Durchschnitt so eine 6 von 10, eine 5 von 10, also insgesamt so gutes, solides Mittelmaß. Ich würde mich dem anschließen, aber aus einem ganz anderen Grund. Die Kritiken sagen oft, Oliver Armknecht zum Beispiel wertet den Film auf filmrezension.de mit 6 von 10 Punkten. Die Komödie spiele mit den Erwartungen, sei charmant und einem spielfreundigen Ensemble getragen. So, Peter Ostried meint auf Cinema.ch, dass der Film bisweilen Biss habe, die Gags seien leicht verdaulich, der Humor universeller Art. Nicht dumpf, oft nicht allzu intelligent, aber durchaus amüsant. Eine Komödie, die ohne nennenswerten Leerlauf für reichlich gute Unterhaltung sorgt. Wally Müller bezeichnet es bei ndr.de als vergnügliche Komödie und sehenswerten Film mit einem Hauch von Agatha Christie-Suspense. Regisseur Heineking vertraut auf den leisen, absurden Humor der Vorlage, auf Situationskomik und sarkastischen Wortwitz. Jetzt denkt ihr euch, der Vorlage? Ja, basiert auf dem Buch. Ich habe es nicht gelesen. Ich möchte aber etwas anderes befragen, und zwar, oder was anderes sagen. Glass Onion, also Knives Out Glass Onion, war ja ein Riesenerfolg zur Weihnachtszeit. Und ihr habt ihn gesehen, euer Vater hat ihn gesehen, eure Nachbarin hat ihn gesehen, jeder hat Glass Onion gesehen. Und das wird bei der V nicht der Fall sein, aber der V hat sehr viele Parallelen zum Glass Onion Konzept. Das Glass Onion Konzept ist ja etwas, was von den Beatles erfunden wurde, weil sie, wie man immer gesagt wurde, ihre Songs haben so viel Verweise und Referenzen. Und deswegen wurde ein Stück geschrieben mit ganz vielen Verweisen an alte Stücke, die immer wieder auftauchen, am Ende aber komplett nichtig sind und dem Song gar keine Tiefe geben. So, und genau das ist bei der V, das ist der ganze Film. Der Film ist wirklich quälend an einigen Stellen. Deswegen fand ich diese ganzen Bewertungen mit ohne Längen bei 90 Minuten eigentlich sehr gewagt. Gerade, also die allerschlimmste Szene in der V ist die Szene im Hot Tub, wenn David Cross da zusammen mit Tom Schilling und der Compliance, der Frau für die Compliance-Sachen zusammen sind. Das ist so unlustig, also wirklich geziert, das ist wirklich fast Anti-Kino, aber ich meine das sogar positiv. Denken wir an einen Farce-Film von Ferreri. Diese Filme sind quälangweilig. Man denkt nur, oh. Also Dillinger ist so ein Film, wo der immer denkt, oh, mach doch hin, ja, er sitzt rum. Und sowas Ähnliches traut sich der V auch. Das meine ich auch sehr positiv. Immer wieder gibt es Szenen, die absurde Längen annehmen, wo der Witz eigentlich schon wirklich auserzählt ist. Man einfach nur sitzt und denkt so, da denke ich an die Sofaszene. Sobald ihr die im Film seht, denkt ihr nur, mein Gott, ist das unlustig. Also es gibt Witze, ganz reguläre Witze mit einem Aufbau und einer Pointe, wo du denkst, ha, so,
Jürgen Vogel spielt mit, er spielt so den Öko im Team, der noch so alternativ ist, so sozusagen so ein Alt-68er, der dann eine Mauer im Wald baut und sagt, die wird nie umfallen. Schnitt, die Mauer fällt um, haha. So simple Pointen bietet der Film auch und auch genug. Er bietet aber auch manchmal wirklich so Szenen, wo man einfach nur leidet. Und ich kann ihn sehr empfehlen, weil die große Pointe, der V, das ist ja der Titel, was kommt dabei raus bei der V? Worum geht es im Detail? Möchte ich nicht ganz sagen. Wenn ihr schon das Glass Onion Konzept hört und wisst, okay, es geht um so Cluedo-artig, möchte ich es, der Cluedo-Film ist auch was man hierbei nennen kann. Der Cluedo-Film und vor allen Dingen die Knives Out-Filme sind sehr ähnlich. Wenn euch sowas gefällt, kann euch der V auch gefallen. Der V ist nur lange nicht so gefällig fürs Publikum. Ich fand, dass er sich sehr viel mehr abwendet, sehr viel mehr verschränkt. Er ist nicht anspruchsvoll, aber er ist aggressiv und uneinsichtig. Also es ist wirklich ein Film, der möchte nicht von euch gemocht werden. Der denkt sich, ja, dann ist die Szene halt unangenehm lang. Dann ist das jetzt nicht lustig. Dann habe ich halt 1000 Hinweise im ganzen Film verstreut und erkläre euch keine davon. Tja, das ist euer Problem. Und das ist wirklich schick. Also ich weiß nicht, ob man vielleicht beim zweiten Mal sehen noch mehr vom Film versteht, aber das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, das sind alles sinnlose Hinweise, mit denen dich der Film wirklich nur nerven will. Ein ganz eigenartiges Kinoerlebnis, ein ganz eigenartiges Filmerlebnis. Ich empfehle absolut den. Die Kamerafahrten sind nochmal hervorzuheben. Ich möchte sie nicht komplett erklären, weil es sonst zu stark einen Spoiler gibt. Aber die Kamerafahrten sind nicht unbedingt schick, wie Locations gewechselt werden, aber es hat noch eine weitere Ebene, eine Erzählebene dazu, die von Annette Frier dazu eingestreut wird, die dem Film wirklich auch diesen Buchcharakter zurückgibt. Man blättert sozusagen mit ihr, während man über die Landschaften schwebt, man blättert mit ihr ins nächste Kapitel, liest den neuen Namen, jetzt geht es um David wieder und dann David 2 und dann beginnt das Kapitel. Sehr schick. Ist eine sehr interessante Art, den Film zu inszenieren, weil manchmal auch Szenen zeitgleich montiert sind. Da sagen wir mal, Annette Frier etwas im Garten macht. Und wenn die Szene endet, sehen wir als Gegenschnitt, da steht Tom Schilling in der Küche und winkt raus. Das heißt, wir sind im selben Zeitstrang. Das heißt natürlich, du bist super gespannt und verfolgst jede Szene. Sehr interessanter Film. Manchmal bodenlos kindisch und schlecht, manchmal super ernst. Ganz eigenartiger Film. Schaut ihn euch an. Dazu will ich wirklich eure Meinung. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Was fand ihr von meinem Glass Onion Ansatz? Bitte sagt es mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.